George Joseph Smith wurde am 11. Januar 1872 in London als Sohn eines Versicherungsagenten geboren. Bereits im Alter von 9 Jahren wurde er in eine Besserungsanstalt geschickt. Mit 24 Jahren wurde er wegen Anstiftung zum Diebstahl für 12 Monate inhaftiert. 1898 heiratete er Caroline Beatrice Thornhill unter falschem Namen und lebte mit ihr in London. Auf Anweisung ihres Mannes arbeitete sie als Dienstmädchen und bestahl ihre Arbeitgeber. Dafür wurde sie 1901 zu 12 Monaten Haft verurteilt. Bei ihrer Entlassung belastete sie ihren Mann, der für 2 Jahre inhaftiert wurde. Bei seiner Entlassung floh sie nach Kanada. Unter verschiedenen Namen führte Smith mindestens 7 Ehen und bestahl seine Frauen, bevor er sich verzog. Im Januar 1915 wurden einem Inspektor Zeitungsausschnitte und andere Berichte zugespielt, die auf 3 sehr verdächtige Todesfälle in den letzten Jahren hinwiesen. Offenbar waren Versicherungspolicen im Spiel. Smith wurde vorläufig wegen Bigamie festgenommen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass Smith wohl mehrere Lebensversicherungen abgeschlossen hatte. Er hatte vermutlich 3 seiner Ehefrauen in einer Badewanne ertränkt. Eine der Ehefrauen wurde exhumiert und untersucht. Man konnte nachweisen, dass die Frau ertränkt worden war. Am 1. Juli 1915 wurde George Joseph Smith zum Tode verurteilt und am 13. August desselben Jahres noch gehängt.